Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die Skywalker Saga, Folge 7 mit Episode 7, das Erwachen der Macht. Luke Skywalker ist verschwunden. In seiner Abwesenheit erhob sich die dunkle Erste Ordnung aus der Asche des Imperiums und sie wird nicht ruhen, bis Skywalker der letzte der Jedi vernichtet ist. Unterstützt von der Republik führt General Leia Organa den mutigen Widerstand an. Sie versucht verzweifelt, ihren Bruder Luke zu finden, um mit seiner Hilfe Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis wiederherzustellen. Leia hat ihren mutigsten Piloten auf geheimer Mission nach Jakku entsandt, wo ein alter Verbündeter einen Hinweis auf Lukes Aufenthaltsort entdeckt hat. Wir kommen jetzt also in der Sequel-Ära an, einer Ära, die ich äußerst skeptisch gegenüberstehe, aber das habe ich schon an anderer Stelle häufig genug gesagt. Ich freue mich jetzt aber tatsächlich sehr auf die Lego-Interpretation aller drei Teile und gehe offen daran und voller, wie gesagt, Vorfreude. Fortan können die Dinge ins Lot gebracht werden. Der General sucht schon ewig danach. Wir kriegen Gesellschaft. Wer erteilt euch die Erlaubnis, den Helm abzusetzen? Entschuldigt, Captain. Piu, 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 piu. Okay, und da sind wir schon mit Poe Dameron. Beziehungsweise Oscar Isaac, einem sehr guten Schauspieler, ich finde. Gerade schaue ich in den Moon Knight sehr gerne zu. Ich finde immer noch, dass in Star Wars seine Talente ein bisschen vergeudet waren. Gerade die ganze Finn- und Poe-Geschichte war da natürlich, ist natürlich einer der großen Kritikpunkte. Die beiden hätten einfach zusammengehört. Aber wir reden ja hier schließlich von Disney. Auch was soll nicht zufällig noch Finn erschießen? Nimm du das! Bei dir ist es sicherer als bei mir! Die Karte zu Skywalker! Der Widerstand lässt sich ganz bestimmt nicht von euch einschüchtern! Sie ist in einer BB-Einheit. Wenn er auf Jakku ist, haben wir ihn bald. Erledigen Sie das. Woher kommst du? Tito, er will sicher deine Bauteile. Du kannst bei mir übernachten, aber danach verschwindest du. Alles klar. Wir sind mit Rey auf Jakku. Ist tatsächlich eine Parallele, die ich gerade das erste Mal so aktiv gezogen habe. Im Hinterkopf ist natürlich für mich schon immer Episode 7 ein bisschen die Kopie von Episode 7 gewesen, aber gerade so mit Superwaffe und Co. Aber jetzt auch die Pläne am Anfang, das war ja quasi 1 zu 1 Tente vor. Also die Pläne zu Luke, die Pläne zum Todesstern und dann auch noch Absturz oder ein Druide hat sie auf einem Sandplaneten, das ist ja noch schlimmer. Da habe ich noch nie so aktiv drüber nachgedacht. Naja gut, erste Geschäftsordnung. Schauen wir mal, was passiert. Morgen früh verschwindest du. Wie jeder diesen Teddy kriegt. Fällt gar nicht auf. Hör mir zu.
tust, was ich sage, bringe ich dich hier raus. Was? Ich will dich retten. Ich helfe dir zu entkommen. Wieso hilfst du mir? Weil es das einzig Richtige ist. Du brauchst einen Piloten. Ich brauche einen Piloten. Kannst du einen TIE-Jäger fliegen? Ich kann alles fliegen. Gut, dann auf zum Hangar. Sieben. Hast einen Gefangenen, wie? Ha, schön für dich. Hey, 2187. Wenn du mit diesem attraktiven Gefangenen fertig bist, gehen wir einen Kaff trinken. Ich wollte gerade sagen, ich bin echt gespannt, ob sie da Anspielungen drauf machen auf diese. Warte, das ist der Serverraum. Ist das schlecht? Da drin können wir das Alarmsystem deaktivieren. Das ist gut. Was? Nein? Das heißt, der Rest wird ein Spaziergang, ja? Nicht ganz, aber zumindest können Sie keine Verstärkung rufen. Was kann man hier noch machen? Achso, das ist Poe. Ja, das ist das Problem. Sag ich ja. Ich meine Finn. Was ist das Problem? Finn mit diesen attraktiven Gefangenen. Sehr cool. Hey, der Weg ist viel einfacher. Keine Truppen. Sag mal, spinnst du? Nichts an dem hier ist leicht. Und sei gefälligst leise. Es ist allemal leichter, als uns den Weg freizuschießen. Also sei nicht so. Da geht's nicht weiter. Ich glaube, diese Ringe zeigen mir, wo Sammelobjekte sind. Ich habe nämlich letztens wieder ein paar Kyberkristalle investiert, die wir mittlerweile ja für diese Mission gesammelt haben. Und da habe ich halt einfach die Standard-Perks erstmal genommen. Also die allgemeinen Perks, wo man halt schneller rennen kann und so ein Zeug und schneller bauen. Den TIE-Jäger da drüben. Und was machen wir jetzt? Weiter als bis zum TIE-Jäger kommen, habe ich nicht gedacht. Okay, wir kommen hier raus. Lebend, denke ich. Ich glaube, das ist sogar die deutsche Synchronstimme von Oscar Isaac. Kommt mir zumindest gerade bekannt vor. Also falls ja, sehr cool. Geht's denn dahin? So ein spezieller Weg oder was? Ah, da oben gibt es noch wahrscheinlich ein Sammelobjekt oder so. Deswegen mussten jetzt erst Finn hochlassen. Oder es ist tatsächlich der offizielle Weg, keine Ahnung. Vielleicht ist das wieder der Weg, der ein bisschen geheimer ist. Wir hätten nach unten durch den Hangar gehen können, aber wir gehen jetzt einfach mit durch. Nur für Piloten. Hey, seid ihr vom Parkservice? Ja, das ist definitiv Poe's. Und zwar schnell. Oscar Isaac Synchronstimme. Hey, wie heißt du eigentlich? FN 2187. FN, ja? Ich werde dich Finn nennen. Ist das in Ordnung? Finn! Hört sich gut an. Ich bin wütend. So. Ja, tatsächlich, es ist so, wie ich gesagt habe.
Also keine Ahnung, ob man unten überhaupt hätte lang gehen können. Sobald wir diese Kabel getrennt haben, sind wir hier weg. Wir fliegen zurück nach Jakku. Ich muss meinen Droiden holen. Nein, 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 wir können da nicht wieder hin. Dieser Droide hat eine Karte, die direkt zu Luke Skywalker führt. Skywalker? Nicht gut. Komm. Gib die Hoffnung nicht auf. Er wird schon noch kommen. Wer es auch ist, auf den du wartest. Ich glaube, wir haben wirklich gerade den einfachsten Weg genommen, den es überhaupt gegeben hat. Ich bring dich nach Nima, aber zuerst muss ich noch was erledigen. Also wir sind erst, haben erst den Alarm ausgeschaltet. Kann ich die abschießen? Kann ich überhaupt schießen? Ich glaube, ich kann gar nicht schießen, oder? Nee. Und dann haben wir oben, haben uns oben lang geschlichen, statt durch den Hangar zu gehen. Aber es war ja ein zugelassener Weg, wenn man so will, von daher. Zuerst wirst du mir beim Schrottsammeln helfen. Anker Platt wird beim Handeln immer wählerischer. Das muss sein, sonst habe ich diese Woche nicht zu essen. Und dann bin ich dir keine große Hilfe. Okay. Stupide Sammelquest. Ich sag nichts. Ich meine nur. Also 20 Dings jetzt hier so. Komme ich denn da hoch? Ah. Jetzt 20 solche Dinge einzusammeln hier in der Open World ist schon ein bisschen witzig. Gut, es ist natürlich Race Business. Ne? Trotzdem. Vielleicht kann ich etwas bauen, um zu diesem Schrott zu gelangen. Gut, manche sind... Er ist so nah. Wenn ich etwas baue, komme ich vielleicht hin. Wahrscheinlich sollte man hier halt dann die Kleiderfunktion lernen, wenn man mit dem Teil anfängt oder so. Und nicht vorher den Ewok, das Ewok-Level gespielt hat. Aus Episode 6. Aber gut. Das da hoch. Das ist witzig, dass er sich quasi falsch rumstellt, weil er so klein ist.
denke, ich habe die Werkzeuge, um mir eine Hilfe zu bauen. So, was fehlt denn jetzt noch? Da vorne noch irgendwo? Ah. Na. Das sollte für eine oder zwei Rationen von Ankerplatt reichen. Gehen wir zum Nima Außenposten. Ach, da geht's raus. Oh, fuck. Jetzt hänge ich hier so fest. Warum gibt es hier eigentlich nicht Race Speeder? Speeder. Also den richtigen, den sie auch im Film benutzt. Hätte ich jetzt am ehesten erwartet. Ne, da steht erstmal so ein anderer Speeder da in der Nähe. Aber ansonsten schon cool hier auch mit dem Wrack des Todessterns. Des Sternzerstörers. Das ist erst 2 Episoden weiter. Diese Perle der Unterhaltung. Wrack des Todessterns. Die Stats sind so langsam. Sie kommen nicht. Sie sind zu schnell für die Stats. In Falkens. Ach, da draußen steht er. Aber der ist gar nicht zugedeckt. Du willst handeln, ja? Dann zeig mal hier, was du dabei hast. Diese 5 Teile entsprechen dem Wert einer halben Ration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Was ist mit dem Droiden? Der ist nicht zu verkaufen. Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Komm mit, BB-8. Wasser! Wasser! Oh, verschwinden wir von hier. Wenn Anker den Droiden nicht kaufen kann, denkt er kann ihn einfach klauen, wie? Von wem? Zurück! Was mischst du dich da ein? Ich komme dir zur Hilfe? Ich habe nicht um Hilfe gebeten. Passt, dass wir gleich Po mit vermöbeln. Ich hab nicht um Hilfe gebeten. Batsch, batsch. Waren das alle? Was? Was ist? Au! Hey, was? Die Jacke. Der Droide sagt, du hast sie gestohlen. Ich weiß, sie gehört Poe Dameron. Er wurde gefangen genommen von der Ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen, aber unser Schiff stürzte ab. Dann bist du also im Widerstand? Wie es aussieht, ja. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich trägt er sowas wie eine Karte in sich, die zu Luke Skywalker führt. Und alle wollen die haben. Luke Skywalker. Komm schon! Wir können dir nicht entkommen! Vielleicht doch! In diesen Podjumper! So viel zum Entkommen. Da ist noch ein Quadjumper. Aber wie kommen wir da hin? Der Weg ist versperrt. Ich habe eine Idee. Ziel eliminieren. Du bist dran, Baby. Ach. Ich find's aber nett, dass die auf uns warten. Mit Vermöbeln.
diesem Schiff? Die Mühle ist doch nur Schrott. Der Schrott wird schon tun. Durcheinander. Unten bleiben. Alles klar. Noch ein direkter Treffer. Die Mühle hält das aus. Bring mich in Position, dann schieße ich alle ab. Jetzt bin ich schon wieder zu hoch. Tut mir leid. Ist einfach in jedem dieser Röhren ein Minikit versteckt, oder? Nee, da ist keins drin. Oh. Hoppla, das klang gar nicht gut. Aua, aua. Ups. Das war nicht beabsichtigt. So, gehen wir mal in die letzte Röhre. Nee. Sie werden uns orten. Bleib unten. Hä, wo ist denn das jetzt eine? Ich glaube, den noch gerade abgeschossen, oder? Ah, da. Das Schiff geht richtig ab. Warte, bis ich erst den Kompressor von der Zündung nehme. So langsam habe ich den Dreh raus. Ich glaube, dass BB-8 eine Karte in sich hat, die zu Luke Skywalker führt. Ja, der Widerstand. Ich meine, wir brauchen diese Karte unbedingt. Dann sollten wir machen, dass wir von der ersten Ordnung wegkommen. Ja, Volltreffer! Wer hat dir das Fliegen beigebracht? Niemand! Wenn nur kleinere Schiffe geflogen, habt ihr den Planeten verlassen. Das nenne ich fliegen. Du musst sie abschütteln. Halt dich bereit. Geht klar. Wofür? Wir fliegen in diesen abgestürzten Sternzerstörer rein, stimmt's? Keine Sorge. Ich habe da drin schon oft Schrott gesammelt. Mit diesen Geschützen können wir dem Motor nichts anhaben. Wir brauchen etwas Durchschlagskräftigeres. Ein Protonentorpedo oder so. Warte mal. Diese Teils könnten mit Protonentorpedos bestückt sein. Die Teil-P
Piloten der ersten Ordnung gehören zu den besten, die es gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Scheint sich hier ja bestens auszukennen. Ich fliege einfach nach Gefühl. Das heißt, es könnte sein, dass wir in eine Sackgasse fliegen? Ja. Aber wir leben noch, oder nicht? Lass uns hier abhauen! Ich habe einen Plan! Du bist in Sicherheit. Er ist beim Widerstand. Hilf mir damit! Schnell! Na gut, mal ganz unter uns. Ich bin nicht beim Widerstand, klar? Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Komm schon, BB-8, sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Natürlich weiß sie, wo das ist. Sie hat ja noch nie Jakku verlassen. Wir machen den Sprung ins Elenium-System. Gut festhalten. Was machen wir? Uns muss was einfallen. Wo hast du dieses Schiff her? Es hat sich doch wohl nicht einer der Ratare losgerissen. Oh, ganz toll. Die guavianischen Sicherheitskräfte. Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. Han Solo, wir wollen unser Geld zurück, sofort. Denkst du, Ratare zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Diese BB-Einheit, die erste Ordnung ist auf der Suche nach genau so einer. Und nach zwei Flüchtigen. Wenn wir die Panzertüren in diesem Korridor verriegeln, dann sitzen beide Banden in der Falle. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Das war ein Fehler! Ein riesiger! Haben wir gerade noch einen Ratar freigelassen? Ob drei oder vier Ratare ist auch egal, oder? Bewegung, Solo. Der Droide gehört uns. Das war doch, glaube ich, 1:1 so im Ego Star Wars The Force Awakens, aber ich glaube, das ist halt Harrison Ford und Indiana Jones Referenz. Wir müssen einen Weg zurück zum Falken finden, auf dem wir idealerweise nicht aufgefressen werden. Sieht doch schon besser aus. Die Türen sind versperrt, bis wir diesen Ratar erledigt haben. Irgendwo in diesen Kisten müsste was gegen Ratare sein, wenn ich mich nicht sehr täusche. Thank you.
müssen wahrscheinlich was hochschicken. Dieser Ratter muss raus aus dem Aufzugsschacht. Finn, sieh mal! Genau das braucht Karl, um den Ratter loszuwerden. Perfekt. Schicken wir es auf diesen Förderband hoch. Schnell. Wir schicken was hoch, um den Ratter aus dem Weg zu räumen. Wird schon schief gehen. Wir gehen zum Falken. Schlagt euch irgendwie zu ihm durch. Aber wir wissen nicht, wo wir sind. Ihr schafft das. Wir werden ihr Geld wohl doch nicht zurückbekommen. Okay. Gehen wir mit denen mal weiter.
hätten wir wahrscheinlich helfen können. Okay. Bräuchte wahrscheinlich erst irgendeinen Code. Jetzt aktivieren wir oben quasi den Astromech-Port. Okay. Chewie, die Verwahrungsbereiche. Wann hat uns Ungewissheit jemals von etwas abgehalten? Achso, das kann man unendlich. Ich drehe hier in einer Seelenruhe und merke gar nicht, dass es ja ewig weitergeht. Können wir ja mal kurz darüber schieben. Können wir jetzt gleich noch das Dings mitnehmen, das Minikit. Wenn wir schon mal hier sind. Und dann machen wir hier da oben mal auf. Fast geschafft. Der Falke ist hinter diesen Türen. Der Falke, komm schon! Na, ich tipp doch B. Netzwerfer. Hier entlang. Bist du sicher? So, wow. Gerade war er noch nicht da, Finn. Nein, 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 nein! Finn! Hilf mir! Mich gepackt, aber die Tür. Hast Glück gehabt. Liegt aber auch überall Müll rum auf diesem Schiff.
Ein Droide kann diesen Kran einschalten. Kurs BB-8. Geschafft! Ich habe den Falken gefunden. Oh, wow. Captain Obvious. Meiner war auch leicht zu übersehen. Muss man ja auch mal zugute halten. Er ist schon recht klein, der Millennium-Falke. Tim, ich denke, ich kann an den Hebel rankommen. Nummer 1. Wie kommen wir da hoch? Geht jetzt aber, glaube ich, andauernd, ne? Ja. Den Schub. Wir verschwinden hier mit Lichtgeschwindigkeit. Festhalten, nein! Informiert die Erste Ordnung, dass Han Solo den Droiden hat, den sie wollen, und dass er sich an Bord des Millennium-Falken befindet. Wenn Skywalker zurückkehrt, werden sich neue Jedi heben. Dank eurer Ausbildung kann man mich nicht verführen. Die Waffe. Sie ist bereit. Wir sollten die Regierung auslöschen, die den Widerstand unterstützt. Die Republik. Beaufsichtigt die Vorbereitungen. Ihr beide seid auf der Flucht, hm? Dieser Droide muss schnellstens zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte, die zu Luke Skywalker führt. Ihr wollt meine Hilfe? Ihr kriegt sie. Eine alte Freundin von mir kann den Droiden nach Hause bringen. Und wo genau treffen wir diese Freundin von euch? Wir treffen sie auf Takodana. Mit dem Falken sind wir 0, nichts dort. Dann landen wir auf Takodana. Und treffen Mas Kanata. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Grün gibt in der Galaxis. Solo, warum sind wir nochmal hier? Euer Droide muss auf ein sauberes Schiff. Sauber? Es war kein Zufall, dass Chewie und ich den Falken gefunden haben. Wenn wir ihn aufspüren konnten, ist die Erste Ordnung sicher auch nicht weit weg. BB-8 soll zum Widerstand. Dann haben wir mit Mas Kanata die besten Chancen. Sie ist hier in ihrem Schloss. Mars ist ein bisschen speziell auf ihre Art.
Also ist es besser, wenn ich rede. Und was noch wichtiger ist, starrt sie nicht an. Wieso sollten wir? Lasst es einfach. Han Solo! Oh Mann. Hallo Mars! Ich vermute, du brauchst irgendwas. Würdest du diesen Droiden für mich zu Leia bringen? Nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Bitte, wir brauchen ihre Hilfe. Komm schon, BB-8. Rey, alles in Ordnung? Es ist nichts, ich will mich nur mal umsehen. Hallo, seltsame Frau. Ich mag Sand nicht. Eine Treppe für BB-8 bauen. Ich bin ein Jedi. Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater. Und jetzt hat es nach dir gerufen. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Das war die Republik. Die erste Ordnung war es. Wo ist Rey? Wo hast du es her? Nimm es. Finde deine Freundin. Diese Bestien. Sie sind hier. Rey! Rey! Wo ist sie? Oh, weißt du. Schön, wie sie sich jetzt zusammenbauen. Verräter! Ein Freund von dir? Nicht direkt. Tja, er scheint auf eine ordentliche Begrüßung zu bestehen. Oh,
Kommen jetzt wieder die Indiana Jones Anspielung? Natürlich. Ah, ne. Das bin ich mal ein Wahnsinnspilot. Das Mädchen, von dem ich so viel gehört habe. Die Karte. Du hast sie gesehen. Rückzug. Vergesst den Ruinen. Wir haben, was wir wollten. Er hat sie. Habt ihr das gesehen? Er hat sie mitgenommen. Sie ist weg. Ja, ich weiß. Du hast eine andere Frisur. Dieselbe Jacke. Nein, die ist neu. Ich habe ihn gesehen, Lea. Ich habe unseren Sohn gesehen. Er war hier. Wir fliegen zurück zur Basis auf der Kar. Dort können wir weiterreden. Okay, dann reisen wir einfach gleich mal nach Dakar. Die zieht sich gleich viel länger, ne? Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass sie einfach noch nicht so viel Übung, also, ne? Das ist halt noch eine relativ neue Episode im Vergleich zu den anderen jetzt, Prequels und Sequels. Das ist schwerer, das auf den Punkt zu bringen, irgendwie, auch als Autorenteam wahrscheinlich. Weil ich merke schon, es geht jetzt fast eine Stunde und wir hatten jetzt wie viele Hauptmissionen? Zwei? Die Ratare? Ah, ne, drei. Das mit Poe war ja auch schon eine, dann die auf Jakku mit dem Fliegen und dann die Ratare. Jetzt kommt wahrscheinlich noch der Sternzerstörer mit Rey und dann wahrscheinlich noch das, der Endkampf. Ich kann es nicht glauben, aber ich habe neue Daten empfangen. BB-8! So, ich kann gar nicht mit ihm reden. Na gut. Poe? Poe Dameron, du lebst noch? Kumpel! Was ist mit dir passiert? Ich bin aufgewacht und du warst weg. Das Schiff, alles. BB-8 sagt, du hast ihn gerettet? Wir sollten mit General Organa reden. Sie wird hören wollen, was du zu sagen hast. Komm, BB-8. Han Solo, ich bin es, C-3PO. Vermutlich erkennt ihr mich nicht aufgrund meines schicken roten Armes. Wie ich zu ihm gekommen bin, ist eine interessante Geschichte. Wen nennst du hier einen alten Langweiler? Auf das Wiedersehen hat sich Han wahrscheinlich am meisten gefreut. General, ich bedauere Ihnen, das sagen zu müssen. Aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und ihn nach Hause bringen? Die Auswertungen der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigen Finns Bericht. Das war der Todesstern. Und das ist die Starkiller-Basis. Die Waffe, die das Hosnian-System zerstört hat. Moment. Falsche Auflösung. Die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Alles klar. Wie jagen wir das Ding in die Luft? Irgendwo in dieser Basis muss ein Thermalgenerator sein. Yeah! Wir besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Ich kann ihre Schilde abschalten. Aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Wir fliegen dich hin. Okay. Dann auf zur Starkiller-Basis. That's not how the Force works. Der
Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. Durch den kommen wir rein. Suchen wir Ray. Wo bin ich? Du bist mein Gast. Ich weiß, du hast die Karte gesehen. Und jetzt gibst du sie mir. Aus mir wirst du gar nichts rauskriegen. Gib mir die Karte! Niemals. Warte hier. Diese Schrottsammlerin hat dir widerstanden? Die Macht ist stark bei ihr. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Bring sie zu mir. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Ich werde jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Je länger wir hier sind, desto schwieriger wird es für uns. Die Schilde. Ja, darüber habe ich schon nachgedacht. Hey! Eindringlinge! Rebellen sind in die Basis eingedrungen. Eliminiert sie auf der Stelle. Sonst komme ich persönlich runter und das Wolkchen. Wer passt mal hier runter? Na schön, große Nummer. Und jetzt? Pasma wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, persönlich runterzukommen. Und dann bringen wir sie dazu, die Schilde auszuschalten. Ganz einfach, was? Ist das ein Wookie? Was hattest du für eine Arbeit, als du hier warst? Sanitärdienst. Sanitärdienst? Feuer frei! Halt sie an! Wir schaffen es auch ohne Phasma! Köpfe einziehen! Oh, Ray. Ray! Sie ist okay! Gutes Mädchen. Okay, einen brauchen wir noch. Ein Sturmtruppler. Wo lungert denn der noch rum? Ah. Armselig. Dann kümmere ich mich eben selbst um euch.
Na los, zeigt euch, ihr Feiglinge. Wenn wir Phasma fangen wollen, brauchen wir unbedingt diesen Energiekern. Feigling. Wenn sie da drauf tritt, bekommt sie den Schock ihres Lebens. Mir gefällt das Ganze ein wenig zu sehr, Junge. Es hat geklappt. Jetzt ist euch das Lachen vergangen, was? Hör auf, große Sprüche zu reißen und schnapp sie dir. Denk an den Schild. Trupp, runter hier und erledigt die Eindringlinge. What? Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, versaut. Weiß jetzt nicht, wo wir die... Wie kann ich Phasma gefangen nehmen? Wenn der Plan funktionieren soll, brauchen wir diesen Energiekern nochmal. Okay. Den haben wir schon mal. Was kann man hier machen? Wenn sie unter dieser unverdächtigen Brücke durchgeht, macht es Booms! Sei gefälligst leiser. Bringen wir sie in den Kontrollraum. Dort können wir den Schild ausschalten. So, was muss ich jetzt machen? Achso, das war's schon. Ich mache keinen Fehler zweimal. Okay, also beim ersten Mal mussten wir, glaub ich, was sagen, oder? Soll ich euch den Eimer vom Kopf pusten? Schilder abschalten! Du machst einen großen Fehler. Was machen wir mit ihr? Gibt's hier irgendwo einen Müllschacht? Eine Müllpresse? Die gibt's tatsächlich. Finn, was machst du denn hier? Erst flüchten, danach umarmen. Die Schilde sind offen! Fast da! Beschießt das Ziel! Konzentriertes Feuer! Nehmt so viele Anläufe, wie ihr könnt! Ach, ein Volltreffer! Aber es hat nichts gebracht! Wir haben jede Menge Sprengladungen dabei. Wir sollten sie benutzen. Wenn ihr da rein wollt, muss ich den Stromkasten finden. Ah, die Kleine weiß, was sie tut. Schon gut, nur die Ruhe. Ich komme schon. Alright, jetzt müssen wir... Jetzt schauen wir gleich unserem unausweichlichen Ende entgegen. Kann man los, die auch leise... Ah, ja. Wir müssen bei der Tür bereit sein, wenn Ray sie öffnet. Okay, es gibt auch Angriffe scheinbar. Gutes Mädchen. Willst du uns in die Luft jagen? Hey, als ich sie fallen ließ, haben wir uns nicht in eine feindliche Basis geschlichen. Und der Falke hat's überlebt. Komm schon, wir haben zu tun. Da geht's nicht weiter. Werfen wir die Ladung einfach hier runter?
Alter Perfektionist. Na schön, dann gehen wir eben rüber. So. Ein paar platzieren. Die Ecke haben wir. Geht, wie ich mir das vorstelle. Kann ich da auch hochklettern mit dem Ding? Ja. Okay. Wow. War das die letzte? Dann nichts wie raus hier. Oh oh. Solo. Mein Sohn. Willst du mir helfen? Ja. Danke. Gebt alles, was ihr habt! Noch nicht in den Generator rein. Wir müssen erst ihre Verteidigung schwächen. Rote Staffel, blaue Staffel, los geht's! Aye, aye, Captain! Denkt dran, wenn die Sonne weg ist, ist die Waffe feuerbereit. Aber solange es hell ist, haben wir noch eine Chance. Alright. Mal wieder ein Dogfight. Ich bin getroffen! Verstanden. Ich komme dir zur Hilfe. Nicht aufhören!
auf! Das waren alle ihre Türme. Schwarz 1, in dem Generator ist ein riesengroßes Loch. Wir haben es geschafft. Die Generatortüren sind offen. An alle Staffeln. Ich gehe rein. Ups. Dieses Lichtschwert, es gehört mir. Na komm, hol's dir. Niemand wird mir im Weg stehen. Weder Hahn, noch du. Ich bin noch Anfänger, also schön langsam. Abgemacht? Kämpf gegen mich! Lass Mach ich dich doch. Von deinem Elend erlösen! Du hast dieses Lichtschwert nicht verdient! Gib es mir! Er will, dass wir ihm folgen. Es ist wahrscheinlich eine Falle, aber wir müssen ihm nach. Das ist deine Spur. Er ist da lang gegangen. Da drüben! Gute Ablenkung. Eine Schrottsammlerin und ein Verräter. Armselig. Der Planet bricht auseinander. Wir können ihn nicht davonkommen lassen. Du bist ein Monster. Jetzt sind es nur noch wir beide. Han Solo kann dich nicht mehr retten. Du hast keine Chance. Du irrst dich. Finn! Die Basis zerstört. Ich gehe rein. Du
Echt alles okay, Finn? Mir geht's gut. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen an dem Ding hier vorbei. Stell dir vor, was du mit der richtigen Ausbildung erreichen kannst. Macht sie fertig! Du brauchst einen Lehrer. Ich kann dich mit der Macht vertraut machen. Ich frage mich, was in ihn gefahren ist. BB-8 sagt, er müsse uns etwas zeigen. Es ist zweifelhaft, dass R2 den Rest der Karte in seinem Notfallspeicher hat. Halt, so warte doch. R2-D2 hat womöglich dringend benötigte gute Neuigkeiten. Sag sie mir. Ja, alles klar, Kumpel. Warte. Die Karte ist nun vollständig. Luke, ich fliege mit Chewie und dem Falken. Ich werde Luke finden. Stimmt, das war ja auch noch in Episode 7. Sei ja, das ist ein bisschen länger. Das geht schon fast 2 Stunden. Anderthalb Stunden, meine ich. Jetzt nicht gravierend länger als die anderen Episoden, aber man merkt's. Akto, Tempelinsel. R2, bleib hier und pass auf den Falken auf, okay? Da hat man zum Beispiel in Episode, in dem Videospiel zu Episode 7 ein ganzes Level draus gemacht. Nur um den Berg hochzukommen zu Luke. Luke? Luke Skywalker? Thank you.
Das war Das Erwachen der Macht. Wie immer in einer Folge die komplette Story geschafft. In der nächsten Folge ist es dann auch für, also ist es wirklich komplettes Neuland. Das gab es dann noch nie als Lego-Adaption, nämlich Episode 8 und später dann auch Episode 9. Deswegen schauen wir, wie in der nächsten Folge die letzten Jedi umgesetzt wurde. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut und ciao.